Hey ho und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu Let's Play Dirt 4. Es geht wie immer weiter mit der Land Rush WM und wir fahren nach Baja, Mexiko. Zur vollsten Runde der Weltmeisterschaft im Land Rush. Wieder mit unserem Allrad-Buggy, wollte ich fast sagen. Allrad-Truck. Ich gehe mal davon aus, dass die Strecke wieder kennen. Wir fahren hier die volle Strecke. So aus dem Luftbild ist es, finde ich, immer sehr schwer zu erkennen, was man da jetzt eigentlich fährt, aber ja, und wir sehen strömender Regen. Wieder unsere Ziele vom Team. Man es kennt. Und wir werden ganz links starten, glaube ich, dann. Und ja, ich werde erstmal nochmal kurz wieder tunen. Ja, ich möchte es wirklich laden. Genau, und hier können wir das auch laden, das ist ganz gut. Und dann werde ich einmal kurz auch ins Training springen. Und dann sehen wir uns danach wieder. Upsala. Achso, das sollte dann auch reichen. Ist das ein Schiff im Hintergrund oder was war das gerade da im Nebel? Das habe ich jetzt gar nicht richtig erkannt. Ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen jetzt. Wir werden am Rennen teilnehmen. Es ist auch wieder in dem Video, könnte es sein, dass irgendwo mal Musik fehlt oder Ton fehlt, weil ich das rausschneiden musste. Da würde ich schon mal um Entschuldigung bitten. Bereit. Nicht blinzeln, wie immer. Los, los, los. Ja, es hat einigermaßen geklappt. Wir werden hier wieder gut rauskommen wegen der anderen Übersetzung. Beim Setup habe ich jetzt wieder nur das Getriebe geändert. So, wir sind hier, oh mein Gott, sehr, sehr, sehr schnell. Wir sind hier aber perfekt rumgekommen. Ja, das ist sehr, sehr, sehr gut. Wir haben immer noch KI-Stufe das zweithöchste, also auf Hard ist das, glaube ich. Nur das höchste, was man zu Anfang einstellen kann. Und wir müssen mal gucken, wie unsere KI-Gegner dann sind. Ob da wieder einer mit Knallhart dabei ist. Das würde nämlich das Ganze ein bisschen hier spannend machen. Das letzte Rennen haben wir sehr, sehr, sehr klar gewonnen. Zwar mit trotzdem vielen Fahrfehlern, aber das hat es noch umso klarer gemacht. Der viele Fahrfehler macht und trotzdem gewinnt, der muss halt irgendwie auf seine Art und Weise gut sein. Okay, diese Bodenwellen sind schon relativ fies. Aber generell, es macht halt super, super Spaß mit dem Buggy, gerade die Strecke hier. Im Nassen finde ich den fast besser zu fahren. Vor allem hat man weniger Probleme mit der Sicht. Klar, man hat hier überall diese kleinen Regentropfen, allerdings fällt der Staub halt weg. Das war sehr, sehr knapp, aber den habe ich noch gefangen. Hälfte haben wir schon geschafft. Hier wieder weit rechts. So, das war ein bisschen zu früh eingelenkt fast. Gut gemacht. Du hast in dieser Runde über 4 Sekunden aufgeholt. Ja, verschaltet. Ja, 4 Sekunden pro Runde, das sagt es wieder ganz klar. Ich hoffe halt, wie gesagt, dass in einer anderen im anderen Rennen 1 ist es dann, glaube ich. Wir sind ja in Rennen 2. Oh, das war sehr, sehr eng. Weit raus, wieder ein stärkerer KI-Gegner dabei ist. Und das würde das Ganze, wie gesagt, ein bisschen spannender machen. Ich werde auch, glaube ich, diese Folge zwei Events hier reinmachen. Einfach, damit ich jetzt mal ein bisschen schneller hier vorankomme in der Karriere, was die Folgen angeht. Es ist halt sehr komisch. In der Sicht hat man jetzt keine Scheibe irgendwie vor der Kamera. Das heißt, man hat auch keine Regentropfen dann. Ich weiß auch gar nicht, hat das Teil überhaupt eine Scheibe? Hat das auch so ein Gitter? Oder weil eigentlich ist das ja noch onboard oder hat das überhaupt gar nichts? Das wäre natürlich auch möglich, aber irgendwie komisch, wenn es einfach ganz stumpf reinregnen würde. Vor allem wäre es halt sehr, sehr gefährlich wegen Steinen. Perfekt drum. Wegen Steinen, die halt irgendwo umhergeschollt werden von den Fahrzeugen. Ich glaube, es ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass es das passiert, auch wenn der Sand hier, der Untergrund relativ fein zu sein scheint. Ups, weint weit raus. Und es ist die letzte Runde und wir sind ja auch ganz klar vorne. Also das ist halt keine Frage. Der Sieg hier ist absolut sicher. Ja, da fliegen wir noch durch das Feuerwerk. Und man kann die anderen nicht mal im Hintergrund erkennen. Das ist schon wirklich sehr... Ja, glasklar halt. Ja, genau, das Lied musste ich auf jeden Fall rausschneiden. Es geht weiter. Ich werde hier noch kurz einen Schluck Kaffee trinken. Wir sind im Finale. Ja, die Ziele sehen schon mal gut aus. Also,
Und wir haben Position 1 erstmal wieder reparieren. Genau, Antrieb und Chassis scheint kaputt zu sein, aber alles nicht weiter schlimm. Obwohl schwerer Schaden in der Karosserie. Ist halt die Frage von was, ne? Reparatur bestätigen. Alles gratis. Und da haben wir wieder einen frischen Wagen. Streng dich heute an. Zeig, was du kannst. Ist halt auch einfach derbe nervig mit dieser Musik, dass es halt immer gesperrt wird. Die Ampel ist rot. Und dann teilweise auf mobilen Geräten kann man das nicht anzeigen. Die Videos. Los! Hier habe ich auch mal das Gefühl, dass man sehr lange braucht zum Starten, einmal mal in die Kupplung kommen lassen muss. Da wieder großer Sprung, der Wagen springt. Aber wir haben es trotzdem perfekt geschafft. Perfekt in die Kurve rein. Das war jetzt echt ziemlich intens. Ah, es ist die perfekte Linie einfach. Das ist die perfekte Linie. Ich habe mir jetzt mal in den Rückspiegel geguckt. Wir haben schon so viel Vorsprung. Da wieder die Hinterachse. Also ich habe ja auch wirklich alle an zu tun, das Auto hier gerade zu halten. Auch die Pfützen, die lenken das Fahrzeug hier ab. Wenn man durchs Wasser fährt, die Bodenwellen natürlich auch. Und generell hat das Teil halt viel Leistung. Oh mein Gott. Oh, das ist jetzt heikel, jetzt muss ich jetzt sauber... Nein, nein. Das ist halt... Okay, das Getriebe scheint im Arsch zu sein. Irgendwie. Auto innen, ja. Ich will da trotzdem mal eine Linie haben. Das war jetzt super schlecht. Lass dich nicht ablenken und konzentrier dich. Wir sind auf Position 6. Trotzdem könnte es sein, dass wir das noch aufholen können, wenn ich jetzt sauber fahre. Oh, da maximale Schräglage. Es ist auch nicht wirklich schneller. Aber das Auto ist mir da jetzt mal so gekommen. Die Motorhaube ist auch leicht kaputt. Aber sonst scheint das Auto nur leichten Schaden zu haben. Das heißt, jetzt ist es hier wirklich die Aufholjagd. Da vorne ist auch das Feld. Und wir haben noch 4 Runden. Also es könnte tatsächlich noch klappen, wenn ich jetzt keinen blöden Fahrfehler mache. Kein zusätzlich fliegen. Du hast in dieser Runde einen Platz gut gemacht. So, jetzt werden wir hier mal innen durch. Dann hier durch, das hat geklappt. Sehr gut. Ja, und er geht da wieder eine ganz andere Linie, sticht da rein. Wir verlieren beide viel Zeit, wenn wir so fahren. Ich werde jetzt ganz ehrlich nicht reingestochen an seiner Zeit. Da war die Hinterachse. Ich werde natürlich nicht reingestochen an seiner Stelle, weil die Lücke einfach, oh mein Gott, zu klein war. Und das hat ja auch zur Kollision direkt geführt, weil ich den nicht sehen konnte. So, ich werde jetzt hier pushen wie Hölle. Man sieht es schon. Ja, das sah diesmal besser aus. Da vorne sind 4 Fahrzeuge. Wir haben jetzt die Hälfte hinter uns erst. Ja, es sind alle 4 Fahrzeuge, die vor uns sind. Die sind alle als Gruppe. Was sehr gut ist. Na, nicht gut. Wirklich gespannt. Die gehen auch ein ganz gutes Tempo vor. Ich komme natürlich ran, man sieht es. Trotzdem sind die nicht langsam. Wir dürfen dann auch möglichst natürlich keine Fehler machen beim Überholen. Wir sind dran. Jetzt ein bisschen vorsichtiger. Wir haben 2 Runden Zeit. So, jetzt hier innen durch. 2 Positionen haben wir gekriegt. In einer Kurve. Oh, der hat mich jetzt voll rausgedrückt. Ah, verdammt. Wie gesagt, da wurde ich rausgedrückt, da konnte ich nichts machen. Also nochmal das gleiche Spiel. Wieder 5. Volle Möhre. Sie sind da auch wirklich wieder voll als Gruppe in ihrem Kampf. Und ich bin wieder dran. Mach alles klar. Das ist ein Standardspruch. Auto aus. Das war nicht so gut, da habe ich mich verschaltet. Und da habe ich halt die Kurve nicht richtig gekriegt. So, jetzt müssen wir irgendwie vorbeikommen. Das ist eine knappe Sache. Wir haben noch weniger Kurven.
Das sieht schon mal gut aus hier. Position 3. Auch wieder eine Kollision. Das wird knapp, das wird sauknapp. Oh, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Das könnte jetzt... Nein, nein! Da waren wir zu schnell, zu mutig in der Kurve. Fünfter Platz. Fünfter Platz. Was ist das denn für ein Finish gewesen? Was ist das denn für ein Finish gewesen? Das war ja sehr, sehr absurd. Und vor allem sehr, sehr spannend. Wir hätten den Sieg haben können. Aber ich bin dann viel zu aggressiv in die letzte Kurve reingegangen. Das war jetzt schon... sehr intens, dieses Rennen. Trotzdem fünfter Platz. Es ist... ja, also ich bin trotzdem einigermaßen zufrieden. Der eine Fehler war natürlich total unnötig, aber sagen wir mal so, das grundsätzliche Tempo war da. Ja, zwei große Kollisionen. Und ja. Wir steigen auf, herausragend. Und dann sehen wir uns gleich im nächsten Rennen. Yo, da lädt die Strecke. Event 5 von 5. Das heißt, das wird jetzt erstmal das letzte Land Rush Event sein. Wir werden dann vermutlich danach irgendwie Richtung Rallye oder Rallye Cross wieder gehen. Einfach, um hier auch mal Abwechslung reinzukriegen. Land Rush macht natürlich super Fun, aber das Spiel hat halt noch mehr zu bieten. Müssen wir wieder im Halbfinale uns qualifizieren fürs Finale. Mit dieselben Ziele, wie man sie halt kennt. Ich werde wieder ganz links starten in Rennen 1, das finde ich gut. Und ich werde wieder mein Setup laden und dann danach ins Training springen, einfach um nochmal kurz die Strecke kennenzulernen. Rot, mach dich bereit, los! Yo, das sollte jetzt genügen. Die Strecke kenne ich einfach schon, das heißt, da braucht ihr jetzt nicht wirklich viel Einübungszeit. Die Runden haben jetzt sehr, sehr gut gefallen. Kalifornien. Da ist die Ampel. Die Ampel ist rot. Los, los, los. Es geht los. Ja, einige haben wieder einen deutlich besseren Start hier hingekriegt. Mein Teamkollege da rechts von uns. So, hier rechtzeitig bremsen. Viele Kollisionen. Da wird sicherlich jemand innen vorbeiziehen, man sieht es. Ja, sehr eng. Sehr, sehr, sehr gut. Eine Teilstrecke hiervon hatten wir ja schon. Da hat es auch geregnet. Kommt hier diese schnelle... Ups, Kollision. Danke, KI. Danke, KI. Das ist halt wirklich so eine schnelle, sehr, sehr, sehr heikle Stelle. Wo man sich halt leicht auch von selbst einfach mal wegdrehen kann. Das ist mir im Buggy-Rennen auch schon passiert. Damals in einer der früheren Folgen. Und jetzt mit der Kollision habe ich die nicht abfangen können. Aber ich muss jetzt natürlich versuchen, hier vorbeizukommen. Momentan Position 4, das würde ausreichen. Also optimal wäre natürlich Position 1. So hier eng durch. Ist natürlich jetzt wieder schwer, was zu erkennen durch den ganzen Staub, der aufgewirbelt wird. Und da sind wir innen. So, da komme ich jetzt natürlich nicht wirklich vorbei. Viele Berührungen, ein bisschen angeschoben, angelehnt und innen durch. Das hat super, super funktioniert. Auto innen. Ja, perfekt, perfekt. Wir sind hier wieder in der Führung mit super, super starken Überholmanövern. Jetzt darf ich nur keine blöden Fehler machen. So, hier die Kurve ist wie gesagt immer sehr riskant. Sehr schwer zu nehmen. Ja, das war nicht gut. Letzte Runde, greif weiter an. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden bisher mit der Leistung, weil die Kollisionen der Dreher waren nun mal kein Eigenverschulden, meines Erachtens nach.
Ja, das war jetzt natürlich wieder unnötig. Aber es ist die letzte Runde. Jetzt kein Risiko mehr gehen. Hier schmeide ich rüber. Ja. Kein Risiko gehen. Das, was mache ich halt? Fahre die Kurve nicht so hart im Drift und fahre einfach gegen die Wand. Aber da sind wir durchs Ziel. Erster im Halbfinale. Das ist super. Erster Platz. Gut gemacht. Nochmal einen Schluck Kaffee. Als Vorbereitung auf das Finale. Und ja, das heißt, wir werden vermutlich das Auto wieder ein bisschen reparieren müssen, einfach wegen den blöden Kollisionen, die wir da hatten. Oh toll, das Lied muss ich wieder rausschneiden. Ich kenne die jetzt ja mittlerweile schon. Welche davon böse sind und welche nicht. Dabei ist das Lied nicht mal wirklich gut oder sowas, meines Erachtens nach. Scheiße, das ist da ja Karosserie mal wieder. Einfach weil wir uns so oft irgendwo angelehnt haben. Auch das System hier mit den Reparaturen, ich finde mal, es ist sehr, sehr, sehr einfach, das Fahrzeug komplett zu reparieren. Fast ein bisschen zu einfach. Okay, Augen auf die Strecke. Die Ampel wird gleich grün. Viel Glück fürs Rennen. Okay. Die Ampel wird gleich grün, wir haben es gehört. Bereit. Okay, den Start minimal verpennt im Gegensatz zu KI anscheinend. Aber wir haben hier wieder durch unsere angepasste Übersetzung einen deutlich besseren Start oder eine bessere Beschleunigung ab einer höheren Geschwindigkeit. Wir sind wieder in Führung. Das dürfen wir uns jetzt nicht nehmen lassen. Mir vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich die Land Rush WM, also diese Runde oder irgendwas mit Buggies oder was auch immer, eventuell nochmal fahren soll, wenn wir dann die neue KI-Stufe freigespielt haben. Weil dann wird es ja nochmal deutlich schwieriger. Und jetzt ist es ja eher so, ich mache halt mal einen Fahrfehler. Die Fahrfehler passieren auch deutlich größtenteils einfach nicht, weil ich halt so derbe schlecht bin, sondern einfach, weil ja so ein Fahrfehler macht halt nicht so viel aus. Das heißt, man fährt halt schon deutlich unordentlicher, als wenn es wirklich drauf ankommen würde. Wenn ich wüsste, so ein Fahrfehler und ich bin raus, dann würde ich deutlich ordentlicher fahren, einfach viel bewusster. Und es wäre natürlich interessant, das nochmal zu sehen. Und es macht halt auch wirklich einen Heidenspaß, hier mit den Buggies zu fahren. Oder mit den Trucks, besser gesagt. Ja, hier sauber durch. Streckenbreite ausnutzen. Du hast in dieser Runde 7/10 aufgeholt. 7/10 pro Runde. Das ist halt auch ja deutlich weniger als 4 Sekunden, die wir zum Beispiel in der letzten Strecke halt hatten. Trotzdem, ich bin relativ zufrieden. Man sieht man da auch die Autos. Das war jetzt auch voll der voll die schlechte Aussprache von dem Satz, aber man sieht die Autos da, wenn sie einem entgegenkommen. Da man das Auto einfach so querstellt. Ups. Hälfte wieder geschafft, hier sauber und ordentlich durch. Das war wieder ein bisschen zu eng, wie in der letzten Runde auch. Da muss man ein bisschen weiter von außen herkommen. Gib mehr Gas. Wir haben zwar keine Zeit verloren. Ich habe auch das Gefühl jetzt, das war sehr eng, ja, schlecht rausbeschleunigt. Das ist hier an jeder Strecke irgendwie Heißluftballons zu geben scheint, zumindest im Land Rush. Also wirklich absetzen kann ich mich nicht. Trotzdem Position 1. Ja, ich hab's kommen sehen, ich hab's kommen sehen. Und da ist der Dreher, wie wir ihn kennen. Wir sind noch Position 1. Aber jetzt haben wir ihn natürlich direkt im Nacken. Wir haben in dieser Runde 1,5 Sekunden verloren. Wir müssen schneller werden. 1,5 Sekunden hat das gekostet. Das hätte aber deutlich schlimmer sein können. Jetzt darf ich mir das natürlich nicht nochmal erlauben.
da ist... Oh Gott, hatte ich gerade Angst. Da hat das Auto wieder getanzt. So ein bisschen weiter von außen hier dann reinziehen und besser rauskommen. Das ist auf jeden Fall die bessere Linie. Letzte Runde. Mach alles klar. Sein Standardspruch. Wie immer so eng durch, früh aufs Gas. Streckenbreite ausnutzen. Nein! Nein! Ja, eng nehmen, Streckenbreite ausnutzen. Ich habe versagt, auf jeden Fall. Also das ist jetzt wieder so, ärgert mich. Sehr, sehr unnötig. Das ist wieder die letzte Runde. Also das grundsätzliche Tempo ist halt da, aber es passieren halt doch irgendwie dann zu viele Fehler. Bin dann doch ein bisschen zu unkonzentriert. Vielleicht auch zu wenig Übung noch auf der Strecke oder generell mit dem Auto einfach. Ich weiß es nicht. Oder zu wenig Landrush-Erfahrung. Du kannst zufrieden sein. Das war gute Arbeit. Trotzdem Dritter. Und das sollte auch, glaube ich, für den Gesamtsieg reichen, so wie ich das gesehen habe. In der Gesamtwertung. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, das Lied ist auch heikel. Ich bin mir nicht sicher. Kann sein, dass jetzt auch wieder die Musik fehlt. Da sind wir auf dem dritten Platz. 20 Punkte haben wir kassiert. Ja, die Kollisionen werden vermutlich wieder abgezogen kriegen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Yep. Level 19, Halbprofi, sehr schön. Begabt. Ja, diese Level sind halt auch so. Ich manchmal verstehe. Furchtlos freigespielt. Yay. Und wir haben. Kannst du die Voreinstellung furchtlos auswählen, wo die brutalsten Kontrahenten auf dich warten. Außerdem bist du der renommierten Dirt 4 Dreifachkrone einen Schritt näher gekommen. Dieser Titel wird nur den Meistern aller Dreifachkronenmeisterschaften verliehen. Ja, das klingt doch einfach mal gut. Ich wollte gerade sagen, diese Benennungen da von den Leveln sind teilweise ein bisschen so, ich finde die Steigerung sehr, sehr komisch. Wir gucken nochmal auf die Meisterschaft zurück. Blick. Zweiter insgesamt, doch nicht Erster geworden. Ja, 102 Punkte. Also 4 Punkte Unterschied. Das wäre jetzt zum Beispiel, hätte ich jetzt gewonnen, hätte ich ja 5 Punkte mehr gehabt, dann wären wir Erster geworden. Also es war doch am Ende hin noch relativ knapp. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. In dem Sinne, haut raus. Bis zum nächsten Mal in der nächsten Folge auf YouTube.